Herzlich willkommen bei WuDive TV, liebe Leute. Und wie ihr in meiner Unterschrift oder Überschrift wieder sehen könnt, geht es heute wieder um ein neues Reaction-Video auf russische Welt-TV. Kommt nach dem Rückzug aus Cherson die Verhandlung zwischen Russland und dem Westen? Hat der Alex jetzt mal wieder irgendwelche ganz schlauen Sachen rausgeholt? Vor 2 Tagen, nee, gestern hat er ja noch erzählt vom großen russischen Neuen Reich und dass dazu natürlich auch die gesamte Ukraine gehört. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er denn zu den Verhandlungen zu sagen hat, die der Westen übrigens, wenn ihr euch ja alle daran erinnern könnt, schon seit Anfang des Krieges in irgendeiner Form immer wieder mal ins Gespräch bringt. Aber wir gucken mal, ob uns Alex irgendwas Besseres weiß, irgendwas Neueres weiß. Ich schau mal. Ja, wie Sie sehen nichts. Ich glaube, ich muss mal eine andere Kamera. Ach, ich sitze auf der Erde. Gut, dann geht's jetzt los. So, da ist er schon, der Alex. Okay, dann hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Russische Welt TV und zu diesem weiteren Video. Heute geht es um ein Thema, was sich auch im Kontext bewegt, des Rückzugs der russischen Armee aus Cherson. Denn verschiedene sowohl russische wie auch ukrainische Portale haben in den vergangenen Tagen die These bzw. auch die Vermutung geäußert, dass das, wie es alles gelaufen ist, stark nach einer Absprache aussieht. Also eine Absprache, wonach Russland hier entgegengekommen wird. Ja, und dafür eben Russland dann auf der anderen Seite auch irgendetwas bekommt. Zum Beispiel. Es ist immer dasselbe mit Alex seinen Dafür, Videos. dass Russland diesen Brückenkopf rund um die Stadt Cherson überlässt. Dafür beispielsweise den Rest vom Donbass bekommt. Also in dem Fall den Rest vom Gebiet Donetsk. Dort beginnt ja jetzt auch Russland auch eine Offensive Och nö. zu fahren, die sich auch in den nächsten Wochen auch durchaus verstärken dürfte. Zumindest ist das sehr wahrscheinlich. Was erzählt Alex da? Also, Alex hat gesagt, es sieht so aus, als wenn es irgendwelche Übereinkommen gibt. Deshalb haben die Russen sich aus Cherson zurückgezogen, um, ja, vielleicht in irgendwelche Verhandlungen einzutreten, was so hinter den Vorhängen, wollte ich schon gerade sagen, weil also so hintenrum so irgendwelche Verhandlungen stattfinden. Und auf der anderen Seite wollen Sie jetzt eine Offensive im Donbass einleiten? Ja, was hat denn das mit Verhandlungen zu tun? Alex, weißt du eigentlich, was du da redest? Wenn die sich zurückziehen aus Cherson, weil sie Verhandlungen mit dem Westen oder mit der Ukraine, mit dem Westen, sondern mit der Ukraine muss man verhandeln. Wenn man da verhandeln will, dann darf man die doch auf der anderen Seite wieder irgendwo angreifen. Mann, 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 da könnte ich mich ja schon wieder aufregen heute. Also der Hintergrund dieser These, die geäußert worden ist, ist, dass Russland diesen Brückenkopf entgegen vieler Erwartungen wirklich kampflos überlassen hat. Also dass es keine Schlacht gegeben hat um Cherson, die viele von allen Seiten eigentlich erwartet haben. Also eine Schlacht, in der jetzt die ukrainische Armee die russische Armee irgendwie bei Cherson besiegt hat. Ja, das hat es ja nicht gegeben. Ja, und ganz im Gegenteil ist es alles ziemlich reibungslos gelaufen und so wie es aussieht auch ohne großen Widerstand seitens der ukrainischen Armee. Also ohne, dass sie jetzt sichtlich diesen Prozess irgendwie gestört haben. Und der nächste Punkt ist auch, dass aufgrund Ja, Alex, was soll ich dir sagen? Die Ukrainer sind im Gegensatz zu den Russen schlau. Die schmeißen nicht einfach ihre Leute wahllos in den Tod, um irgendwelche Quadratkilometer zu erobern. Die machen das schön mit ihren Drohnen und mit ihren Präzisionsgeschosse und sorgen dafür, dass die russische Armee nichts mehr zu fressen hat in Cherson. Und da sie nicht so viel Material nachschießen können, blieb den Russen, so denke ich jedenfalls, keine andere Möglichkeit, um, naja, ihre Truppen da vorne zu versorgen. Und was bleibt ihnen da anderes übrig, als zurückzugehen?
Aber kann natürlich auch sein, dass das geheime Absprachen sind. Wer es glaubt, wird selig. Und der Dinge, die ich gerade geäußert habe, dass es keine sichtbare, zumindest militärische Notwendigkeit gegeben hat, es jetzt zu tun. Ja, also wie gesagt, nach einer Schlacht, die die russische Armee beispielsweise verloren hätte und dann sich zurückzieht als Resultat dessen, okay, das könnte man nachvollziehen, aber es eben jetzt sofort schon zu tun, das kann durchaus strategisch sinnvoll sein, aber es war eben nicht militärisch unbedingt notwendig, ist wie gesagt. Ah, es war eben nicht militärisch notwendig. Nein, 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 nein. So ist das natürlich. Wenn meine Soldaten an der Front nichts mehr zu futtern haben, wenn sie keine Munition mehr haben, ja, dann haben die zwar nicht verloren und dann ziehen die sich natürlich auch total super zurück. Aber was haben sie denn sonst? Wer sich zurückzieht, hat verloren. So einfach ist das. Warum der sich zurückzieht, spielt überhaupt keine Rolle. Sagt jetzt zu tun. Vor allem aber wird jetzt vermutet in diesen besagten Portalen, dass dies alles eine mögliche Absprache sein kann als eine Art Vorstufe zu möglichen Verhandlungen in der Zukunft. Und in den westlichen Medien wurde ja jetzt auch in den letzten Tagen, gerade in letzter Zeit, dieses Thema auch immer wieder angestoßen, also dieses Thema möglicher Verhandlungen. Gab auch in letzter Zeit viele Berichte darüber, dass die USA Herrn Zelensky, ich sag mal in Anführungszeichen, freundlich gebeten haben, sich verhandlungsbereiter zu zeigen. Ja, und man sieht jetzt auch seit einigen Tagen, dass sich Selenskys Rhetorik in Bezug auf mögliche Verhandlungen mit Russland auch langsam zu ändern beginnt. Natürlich ist Hast du ja wohl ein schönes Bild rausgesucht für den Herrn Zelensky. Du könntest ja auch mal ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen neutraler berichten und mal ein vernünftiges Foto von dem Staatspräsidenten einblenden, ne? Aber stattdessen versuchst du immer aus dem Staatspräsidenten, der dir nicht passt, eine Witzfigur zu machen. Aber was will man noch von einem russischen Propagandisten anderes erwarten? Ist auch vollkommen offensichtlich, dass Selenskyj natürlich viele irgendwelche packenden und spannenden Reden halten kann, den harten Burschen spielen kann. Das erinnert in gewisser Weise auch an eine Situation, wenn ein kleiner Junge irgendwie ja, den harten markiert, sage ich mal, wenn die großen Brüder und Cousins hinter ihm stehen. Ja? Und es ist ja auch völlig offensichtlich, das ist auch kein Geheimnis, dass er ohne die ganze westliche Unterstützung ein Niemand ist. Und ohne das ganze Geld, ohne die Waffenlieferungen wäre in Kiew jetzt höchstwahrscheinlich auch schon zum Sommer schon Zapfenstreich gewesen, ja. Alex, ich bitte dich. Gestern oder vorgestern hast du uns noch erzählt, dass ihr in Kiew nicht einmarschiert sind, die Russen, weil das nichts gebracht hätte, dass sie da einen Oligarchen hinsetzen hätten müssen und der sich sowieso in ein paar Jahren wieder dem Westen zugewandt hat. Weißt du eigentlich, was du da erzählst? Wer schreibt dir diese Drehbücher? Dass du gestern was ganz anderes erzählt hast, wie du heute erzählt hast. Junge, 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 ihr solltet euch so langsam mal entscheiden, in welche Richtung ihr wollt. Wollt ihr ins große neue russische Reich, wo die Ukraine und Belarus dazugehören, auf Grundlage der Länder von 1922? Oder wollt ihr euch jetzt verhandlungsbereit zeigen und nur noch ein kleines Stückchen vom Kuchen abhaben? Aber kann natürlich auch sein, ne, dass. Wie du das in deinem letzten Video, was ich hier kommentiert habe, erzählt hast. Ja, wenn man natürlich Verträge hat und das nicht so will oder das mir nicht mehr so passt, dann nehme ich mir immer so Stückchen für Stückchen ein bisschen, ne? Ja, aber du glaubst ja nicht, dass auf dieser Grundlage irgendeine Verhandlung von Seiten der Ukraine mit den Russen stattfinden wird, wenn solche Aussagen kommen. Dass man immer wieder so ein Stückchen abknabbern kann, wenn es einem dann so gerade passt. Also wenn die Chefs jetzt, in dem Fall, wenn wir das Beispiel von gerade eben nehmen, die großen Brüder und Cousins, Zelensky sagen, er soll verhandeln, dann muss er natürlich auch gehorchen. Ja, da hat er keine andere Wahl. Wie gesagt, kann er noch so schön daherreden und irgendwelche packenden Reden schwingen. Interessanterweise erschien auch
Ich glaube, du hast irgendwie nicht verstanden, was ein Staatschef ist. Natürlich kann der sagen, nö, ich will nicht verhandeln. Und er muss das auch nicht machen, was die Amerikaner ihm sagen oder was die NATO ihm sagt, wenn er das nicht will. Er muss natürlich, und da stimme ich dir bei, er muss natürlich mit den Konsequenzen leben, dass eventuell keine Waffen mehr geliefert werden, dass eventuell die Unterstützung der westlichen Welt dann eben nicht mehr so groß sein wird. Aber machen kann er da trotzdem, wenn er das will. Der muss überhaupt nichts machen, was die westliche Welt will. Dafür ist der Staatschef von einem eigenständigen Land oder von einem eigenständigen Staat. So ist das in der demokratisch vernünftigen Welt. Ich weiß ja, dass du das aus deiner russischen Sicht nicht so ganz verstehen kannst, weil da gibt es ja nur dieses zentralistische System mit einem Chef, der was zu sagen hat. Aber im Rest der Welt sieht das alles so ein bisschen anders aus. Auch jetzt vor einigen Tagen, ich glaube vor 3, 4 Tagen ungefähr, ein Artikel in der Zeitschrift RND, also im Redaktionsnetzwerk Deutschland, welcher sich wiederum auf einen Artikel aus der italienischen Zeitung La Repubblica beruft und auch auf einige andere Medienberichte. Demnach wird jetzt gerade laut diesen Berichten, wie gesagt, in den Reihen der USA, der NATO, der EU, also in den Reihen des kollektiven Westens, über eine mögliche Verhandlungslösung mit Russland diskutiert, die auch auf einem Kompromiss mit Russland beruht. Also so wie es hier in diesem Artikel heißt, will man, wie es hier geschrieben steht, auch eine totale Niederlage Russlands vermeiden. Weil sonst sind sie der Ansicht, dass dadurch dann China zu stark werden würde und das Vakuum, welches Russland dann hinterlässt, auch füllen würde. Das heißt also, dass Russland ja auch was bekommen soll, dass das wie gesagt ein Kompromiss sein. Russland soll auch was bekommen. Ja, Russland soll was bekommen, natürlich. Russland behält Russland, so wie es jetzt aussieht. Und dein Chef Putin, so sehe ich das jedenfalls, bekommt auch was. Der darf nämlich in seinem Sessel sitzen bleiben. Du hast eben tatsächlich richtigerweise gesagt, der Westen hat überhaupt kein Interesse an einer totalen Zerstörung Russlands. Ja, wäre ja auch doof. Der Westen ist ja nicht doof. Ne? Es wäre ja vollkommen wahnsinnig, Russland zu zerstören. Weil dann würde der Chinese in die Gebiete einmarschieren, die jetzt noch Russland sind. Und dann würde auf einmal China so riesengroß sein, anstatt Russland. Und der Westen, der will da lieber mit einem großen Russland leben, wie mit einem großen China. Und Russland, das hat es ja jetzt in den letzten 8 Monaten eindrücklich bewiesen, ist militärisch überhaupt gar nicht mehr in der Lage, irgendwie auch nur irgendein Land vernünftig einzunehmen, wenn der Westen das nicht will. So einfach sieht das aus. Soll am Ende. Besonders interessant dabei ist, dass dieser besagte Artikel jetzt ja faktisch 1 oder 2 Tage, glaube ich, kurz vor der Rückzugsmeldung der russischen Armee aus Cherson erschienen ist. Ja, also das Timing hat da in dem Fall auch sehr gut zusammengepasst. Auch der US-General Herr Milley äußerte sich ähnlich in diesen Tagen. Er sprach davon, da erschien auch zahlreiche Artikel zu diesem Thema, wo er davon gesprochen hat, dass angeblich auf beiden Seiten, also sowohl auf russischer wie auf ukrainischer Seite, es über 100.000 tote und verletzte Soldaten gibt und hat sich dabei auch für Gespräche ausgesprochen, da seiner Ansicht nach wahrscheinlich auch keine Partei militärisch den Sieg erringen kann und dass man sich eben nach anderen Möglichkeiten umschauen müsse. Also ob das wirklich so ist, wie dieser General sagt, das sei mal dahingestellt, also insbesondere auch in Bezug auf die Zahlen, die er genannt hat. Also ich sag mal, ein US-General ist ja in diesem Konflikt alles, aber keine unabhängige und neutrale Quelle. Aber dennoch. Nein, nee, der russische General ist natürlich keine unabhängige Quelle. Aber du, Alex, du bist natürlich die unabhängige und objektive Quelle. Ne? Natürlich.
Du, das, was du sagst, das ist natürlich immer Fakt, aber was andere sagen, das, ja, mein Gott, ist ja nicht unabhängig. Sind ja nichtsdestotrotz die klaren Tendenzen in den Reihen des Westens auf jeden Fall erkennbar, dass sich eben in Richtung der Verhandlungen bewegen soll. Also ob es jetzt wirklich zu irgendwelchen Verhandlungen kommt, das sind jetzt nur Mutmaßungen und Spekulationen. Ja, ich habe dazu auch keine näheren Informationen, natürlich hat auch jetzt, glaube ich, niemand zu diesem Zeitpunkt. Also es gibt jetzt momentan auch weder einen Termin irgendwie dafür, geschweige denn irgendwie ein Format, in dem eben verhandelt werden soll. Also es kann natürlich sein, dass dann irgendwie in die Türkei beispielsweise eine Vermittlerrolle spielt oder irgendwelche anderen Länder, irgendwelche arabischen Länder, vielleicht Indien, ja, aber das sind wie gesagt alles nur Spekulationen und Mutmaßungen. Und ob Alex, Indien ist kein arabisches Land. Ja, Indien ist ein asiatisches Land. Wollte ich nur mal so kurz eingeworfen haben. Der Rückzug aus Cherson wirklich jetzt auch damit zu tun hat mit möglichen Verhandlungen, ist ebenfalls unklar. Aber wie in dem Artikel, den ich als erstes aufgeführt habe, da stand ja auch drin, dass eben nach Cherson es zu möglichen Verhandlungen kommen könnte. Ja, also da war zumindest sozusagen der Bezug zu Cherson hergestellt in diesem Artikel. Sicher ist natürlich, dass jeder militärische Konflikt immer irgendwann am Verhandlungstisch endet. Ja, die einzige Frage, die sich hierbei stellt, ist die Frage der Zeit, also wann es passiert und zu welchen Bedingungen dann verhandelt wird und gegebenenfalls auch dann eine Einigung erzielt wird. Also was ich mir jetzt rein theoretisch vorstellen könnte als eine mögliche Kompromisslösung, was auch teilweise auf verschiedenen Portalen geäußert wurde, dass Russland beispielsweise den kompletten Also das Beste, was an diesen Propagandisten ja immer wieder ist, das habe ich ja mittlerweile schon ganz oft festgestellt, ist, dass auf diesen verschiedenen Plattformen, auf denen das ja jetzt immer wieder diskutiert wird, diese verschiedenen Plattformen, ja welche Plattform, Alex? Hau raus, wo kann man das nachlesen? Wo steht es? Aber immer dieses auf verschiedenen Plattformen. Auf nicht genannten Seiten habe ich das gelesen. Wo denn? In deinem Verschwörungstheoretiker-Netzwerk, wo du dich da rumtreibst oder wo? Komm, Butter bei die Fische. Zeig die Seiten, wo man das nachlesen kann, damit wir uns alle darüber vernünftig informieren können. Donbass bekommt, also die gesamten Regionen Donetsk und Lugansk. Ja, da ist ja theoretisch auch nicht mehr ganz so viel übrig. Und dazu noch die Landverbindung zur Krim ohne den Brückenkopf bei der Stadt Cherson, ja, wo sich ja die russische Armee jetzt zurückgezogen hat. Möglicherweise zurückgezogen hat auch im Rahmen eines möglichen Kompromisses. Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht, wir wissen nicht. Aber wir wissen, dass die bei den Verhandlungen dann eben den gesamten Donbass und Luhansk und diese Brücke behalten sollen. Das ist doch nicht wirklich dein Ernst, Alex. Das kannst du doch nicht wirklich hier erzählen. Das wird die Ukraine niemals akzeptieren. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Und der Putin, der wird das auch nicht durchhalten können. Die Ukraine, die wird wieder Ukraine sein. Und die einzige Verhandlungslösung, die es sein gibt, ist, dass Putin auf seinem Sitz sitzen bleiben darf. Und nicht als Bettler mit einem, was hat man da, so eine Quetsch hier, so eine, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding heißt. Muss ich doch noch nachgucken. Mit auf der Straße landet. Ja, das wird die Verhandlung sein. Und dazu würde dann irgendwie wahrscheinlich auch kommen, dass die Ukraine jetzt in absehbarer Zeit nicht in die NATO kommt und teilweise irgendwelche Sanktionen möglicherweise aufgehoben werden. Also es wäre ein Kompromiss, dass jeder irgendetwas bekommt, ja, aber trotzdem keine der Konfliktparteien wirklich damit zufrieden sein würde. Also es wäre im Endeffekt so, das, was einige sowohl im Westen wie auch in Russland vorschlagen, diesen Konflikt einzufrieren. Ja, es wäre eben eine solche Lösung, die eben auch nicht von Dauer wäre, ja, aber zumindest für einen Moment, wie gesagt, würden dann wahrscheinlich größtenteils die Waffen schweigen und für einen Moment zumindest dieser Konflikt
eingefroren. Ob ich das. Alter Schwede, alter Schwede, wovon träumst du denn nachts? Du glaubst doch nicht, dass der Westen und die Ukraine sich auf irgendeinen Kompromiss einlassen, wo sie dem Putin und dem Russland wieder die Möglichkeit geben, sich wieder zu stärken, wieder neue Panzer zu bauen, wieder neue Waffen herzustellen. Entweder wird das vernünftig entschieden, sprich Russland zieht sich wieder in sein eigenes Land zurück und sieht dann zu, dass sie den Chinesen im Schach halten, oder es wird so lange weitergehen, bis der Russe nicht mehr kann. So einfach ist das. Das jetzt persönlich gut finden würde oder nicht, befürworten würde oder nicht, das lasse ich hier an dieser Stelle mal offen. Ja, ich kann mich jetzt hier auch nicht in vollem Umfang auch aus rechtlichen Gründen unter anderem dazu äußern. Vor allen Dingen. Was denn für rechtliche Gründe? Du kannst doch sagen, was du willst. Das ist ja mal wieder typisch Verschwörungstheoretiker. Ach, ich kann nichts sagen, weil ich Angst habe, dass ich, naja, dafür irgendwelche Repressionen bekomme. Du kannst doch sagen, was du denkst. Wir sind in Deutschland. Da darfst du das sagen. Ist nicht wie in Russland, dass du dafür eingesperrt wirst. Obwohl, da ist das ja auch nicht wirklich so. Das ist ja nur westliche Propaganda, ne? Bringt das ja auch nichts, ja, weil es auch noch nichts Konkretes auf dem Tisch liegt. Diese Verhandlungen finden jetzt auch nicht statt. Wie gesagt, es gibt weder einen Termin noch irgendwie ein Format dafür. Also im Endeffekt bringt das auch nur etwas, mich dazu detaillierter zu äußern. Wenn es wirklich auch, wie gesagt, auf dem Tisch liegt, vorher ist es alles nur Gerede und. Vorher ist das alles nur Gerede. Ja, Alex, es ist alles einfach nur Gerede. Wofür hast du dieses Video gemacht, wenn es alles nichts bringt? Willst du mal wieder ein bisschen Unfrieden sehen? Alter Schwede, alter Schwede. Spekulationen. Aber wenn man, wie gesagt, die verschiedenen Artikel hier in den westlichen Medien unter anderem beobachtet, dann sieht man, dass die Tendenzen unter anderem jetzt im Westen auch in diese Richtung gehen. Ja, das. Nee, Alex, die Tendenzen gehen nicht mittlerweile in diese Richtung. Die Tendenzen gingen schon immer in Verhandlungsrichtungen. Der Einzige, der nie wirklich verhandeln wollte, das war dein Chef Putin. Der wollte immer die Ukraine haben, damit er sein schönes Russland wieder hat, was früher mal gewesen ist. Das ist der einzige Grund, warum wir noch lange nicht verhandeln. Wir hätten schon vor 6 Monaten verhandeln können. Vor 8 Monaten hätten wir schon verhandeln können, bevor der überhaupt in die Ukraine eingestiegen ist. Aber nee, wollte er nicht. Gewisse Kreise in den westlichen Eliten, sage ich mal, auch scheinbar in diese Richtung wollen, in Richtung Verhandlungen, weil offensichtlich auch der Preis für den Westen immer weiter steigt und auch die Kriegsmüdigkeit in den Gesellschaften unter anderem. Alex, hast du den Artikel nicht richtig? Es geht nicht darum, ob es dem Westen mittlerweile an die Substanz geht, was das Geld angeht. Es geht vor allen Dingen darum, dass der Westen nicht will, dass der Chinese groß wird. Und dazu ist es eben ganz besonders notwendig, dass Russland nicht zerfällt. Russland muss ein starkes Bollwerk für den Westen gegen den Chinesen sein. So wie die Ukraine jetzt ein starkes Bollwerk für den Westen gegen die Russen ist. So ist der Grund. Anderem jetzt auch in Europa. Also auf jeden Fall befinden wir uns jetzt, wie das der Kiewer Oberpropagandist Arestowitsch immer sagt, ich gucke den auch ab und zu mal, ne? Zwangsläufig, wie er das manchmal nennt, befinden wir uns jetzt an einer Gabelung, einer Weggabelung. Ja, also entweder wir werden irgendwie, also nicht wir, also ich sowieso nicht, ich habe damit sowieso nichts zu tun. Ich bin nur sozusagen Beobachter, aber entweder man findet irgendwie eine Verhandlungslösung, die auch. Was bist du, Beobachter? Du bist der Oberpropagandist von Mr. Putin. Du hast doch selber mal irgendwann in deinem Video gesagt, dass das dein Chef ist. Auf irgendwelchen Kompromissen basiert, ja, dass jeder ein bisschen was bekommt, aber eine Lösung, mit der keiner am Ende wirklich zufrieden ist, also eine Art Einfrieren dieser ganzen Situation, ja, oder das Ganze wird noch mal weiter eskalieren und zu einem ja, lange
andauernden Konflikt werden, wo es dann für alle Parteien sozusagen dann um alles oder nichts geht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ja, bis zum nächsten Video. Da wollen wir doch mal sehen, was der Alex beim nächsten Video denn so zu sagen hat. Also, der Westen, der ist total am Ende und deshalb will der jetzt unbedingt verhandeln. Ist ja logisch. Er hat jetzt gemerkt, dass das alles nicht klappt hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier bin. So, zack, bumm. Das ist der Bericht, von dem er hier gesprochen hat. Ermöglicht der Fall von Cherson. Ja, ich guck mal mit einer anderen Kamera drauf. Gucken, ob ich das hinkriege hier. So. Also, ermöglicht der Fall von Cherson eine Verhandlungslösung. Angeblich sollen NATO und EU Kiew zu Verhandlungen mit Moskau drängen, sobald die Ukraine die strategisch wichtige Stadt Cherson von russischen Truppen befreit hat. Demnach soll so auch eine totale Niederlage Russlands vermieden werden, weil China umgehend das Vakuum füllen würde. Also das ist der Grund, warum die NATO und die EU gerne möchten, dass verhandelt wird. Weil die nämlich Angst haben, dass die Chinesen zuerst Sibirien nehmen und dann Stück für Stück ein bisschen von Putin seinem Kuchen abknabbern, wie Alex hat das letzte Mal so schön erklärt hat. Ne? Und dann haben wir nämlich nicht mehr irgendwann die Russen vor der Tür sitzen, sondern die Chinesen. Und ich glaube, uns sind die Russen lieber wie die Chinesen. Dem Bericht der italienischen Zeitung zufolge soll in Konsultation zwischen Washington und Brüssel die Idee eines kurzfristigen Verhandlungsfensters mit Russland diskutiert worden sein, das sich ergeben könnte, nachdem die ukrainische Armee die umkämpfte Verwaltungsstadt Cherson befreit hat. Darüber berichtete die ukrainische Pravda. Eine neue Situation bahnt sich an, weil die russischen Truppen enorm unter Druck stünden. Also, es hat zwar die Zeitung La Pubblica geschrieben, aber diese Informationen kommen von der ukrainischen Pravda. So. Denn ein Sieg über die russische Armee in einem der wichtigsten Tore zum Asowsche Meer und zur Krim kann die reale Möglichkeit bedeuten, erste echte Verhandlungen mit Moskau aufzunehmen, so heißt es in dem Blatt. Die russische Armee steht jetzt unter Druck. Sie können nicht erfolgreich auf den ukrainischen Vormarsch reagieren. Ihre Reaktion konzentriert sich defensiv auf die Zerstörung der Infrastruktur, Strom, Wasser, Brücken, Straßen, den Bau einer dreifachen Linie von Gräben, und die Nutzung natürlicher Barrieren wie des Flusses Dnipro. Ziel ist es, den Vormarsch der Kiewer Truppen zu verlangsamen. Oh, was ist denn das wieder für eine schlechte Qualität hier? Muss ich ja gerade mal eben gucken, ob ich das hier nicht besser hinkriege. Wie geht denn das hier? So. Und Framerate ein bisschen runterschrauben. Oh, da sieht man doch schon direkt ein bisschen mehr. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Den Bau einer Dreifachlinie von Gräben, bla bla bla. Ziel ist es, den Vormarsch der Kiewer Truppen zu verlangsamen. Cherson ist nicht irgendeine Stadt. Entscheidend für den Zugang zum Meer und unerlässlich für die Kontrolle der Wasserreservoirs und des Flusstransportes. Sie zurückzugewinnen, würde bedeuten, die Machtverhältnisse im Konflikt dauerhaft zu ändern, hieß es in der Veröffentlichung. Deshalb kommt aus den USA über Brüssel eine Botschaft, die auch eine Einladung an die ukrainischen Behörden ist. Wenn Cherson befreit wird, dann können Verhandlungen beginnen. Aus einer Position der Stärke, nicht der Schwäche. Es wird darauf hingewiesen, dass das Weiße Haus zum ersten Mal hypothetisch einen konkreten Weg dieser Art vorgeschlagen hatte.
Bis jetzt ohne Cherson war ein solcher Weg unmöglich. Darüber hinaus würde die Aufnahme von Verhandlungen in diesem Stadium nur bedeuten, der Moskauer Armee Zeit zur Neuordnung zu geben. Kurz gesagt, es müsste zunächst einige strategische Eckpunkte festgelegt werden, hieß es in dem Bericht. Zwei grundlegende Punkte beschäftigen die US-Regierung im täglichen Meinungsaustausch mit ihren NATO-Verbündeten. Die erste betrifft die russische Drohung, taktische Atombomben einzusetzen. Obwohl dies als noch nicht aktive Form der Eindämmung gilt, ist es dennoch ein Risiko, das vermieden werden sollte. Das liegt auch daran, dass es nicht nur fast unweigerlich zu einer weitreichenden Reaktion mit konventionellen Waffen kommen würde, sondern auch, dass es schwierig wäre, die Nervosität einiger Verbündeten, wie zum Beispiel Polen, zu zügeln, die jetzt der EU-Partner sind, der Washington militärisch am nächsten steht. Das zweite Problem betrifft die Beziehungen zu China. Mit dem Verlust von Cherson wird die Krise der russischen Armee offensichtlich. Eine vollständige Niederlage Putins könnte für die Vereinigten Staaten einen sehr unangenehmen Nebeneffekt haben. China füllt das von Russland außenpolitisch hinterlassene Vakuum. Das wäre wie vom Regen in die Traufe zu kommen. Daher wäre ein ledierter Herrscher in Moskau besser als ein kraftstrotzender Peking, hieß es in der Veröffentlichung. Am Ende jedoch trifft die Ukraine alleine die Entscheidung, ob und wann sie Friedensgespräche mit Russland führen will. So, das ist das, was in diesem Bericht steht. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich schon wieder irgendwo weg? Och, jetzt ist mein ganzes Ding hier weg. Na gut. Muss ich halt wieder neu starten. Da müssen wir die Musik wieder ausmachen. So. Und? Ah, hier ist wieder mein Pult zurück. Also, liebe Leute. Ganz so wie der Alex das in seinem Video behauptet hat, ist es eben wieder nicht gewesen. Ne? Es ist nicht so, dass der Westen jetzt hier irgendwelche Verhandlungen führen will, weil sie Angst haben, dass der Russe doch noch gewinnen könnte. Nee. Der Westen geht davon aus, dass Russland verloren hat. Und das Einzige, was sie nicht möchten, ist, dass Russland so destabilisiert wird, dass der Chinese anfängt, Russland so Stück für Stück zu zerlegen, aufzuknabbern. Ja, und dann auf einmal wesentlich stärker ist, wie er bereits jetzt schon ist. Das ist der einzige Grund, warum ja, die USA so langsam darüber nachdenken, dass die Ukraine vielleicht mal anfängt, ja, ein bisschen was mit Russland zu verhandeln. Und zwar, und das steht in dem Bericht ja auch, aus der durch den Kriegsverlauf entstandenen Stärke. Da kann man nämlich dem Russen sagen, nö, 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 nix mit Donbass und Luhansk und sonst irgendwas. Geh mal schön wieder zurück in deine ehemaligen Grenzen. Gib uns das ganze Land wieder, gib uns die Krim wieder und dann darfst du schön in deinem Sessel sitzen bleiben und kannst neue Panzer bauen und kannst sie dann an die chinesische Grenze setzen. So sieht das Ganze nämlich aus. Ja, der Alex hat das irgendwie nicht so richtig rübergebracht, finde ich. Deshalb finde ich auch, dass solche Reactions-Videos unbedingt notwendig sind. Weil, ja, mit diesen ganzen unausgesprochenen und so nur halb angedeuteten Dingen, ja, da kann man ja nicht so richtig seine eigene Meinung bilden, oder? Also, zumindest nicht, wenn man versucht, objektiv das Ganze zu betrachten. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute von WuDive TV.
Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, dem Alex zuzuhören, und ich freue mich schon auf das nächste Video von ihm. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Schlaft gut. Und wenn euch das hier gefallen hat, immer Daumen hoch. Machen wir noch mehr Videos. Also, bis demnächst. Tschüss, tschüss.